Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Familie Reuss, Folge 625, wenn ich mich nicht irre. Und heute sollte eigentlich die Arbeit von Samuel anfangen. Allerdings steht hier sowohl bei ihm als auch bei den Teenagern als auch bei David, dass die Arbeit erst in einem Tag und ein paar Stunden startet. Und heute ist ja auch Samuels Zeugnisvergabe. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass deswegen alle Sims frei haben und wir morgen erst mit der Arbeit beginnen, morgen erst die Kinder wieder zur Schule und David zur Arbeit geht. Das ist ja auch okay, dann können wir heute ganz entspannt die Zeugnisvergabe machen. Das ist ja in Ordnung soweit. Es ist 6 Uhr morgens, wir lassen ihn hier mal aufstehen. Samuel ist ja ein echter Frühaufsteher geworden. Jetzt, dafür, dass er vorher so eine Schlafmütze war, finde ich halt schon ganz spannend. Ja, und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe sowohl ein Umstyling von Samuel gemacht, ich habe auch seinen Raum hier verschoben. Ihr seht es ja gerade, dass er jetzt hier neben Valerie wohnt, wo vorher ja der Gartenraum und auch ein Badezimmer drin war. Das Badezimmer haben wir entfernt und den Gärtnerraum hier rübergepackt und auch hier eine kleine Tagespflege eingerichtet für die Tagespflegekarriere hier von ihm. Das habe ich alles in einem Video auch gezeigt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich das in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr es euch da nochmal anschauen. Das habe ich schon letzte Woche hochgeladen. Und dich würde ich dann vielleicht mal bitten, ein bisschen was zu frühstücken direkt. Wie geht's denn den anderen hier so? Okay, euch geht's eigentlich ganz in Ordnung. Genau, heute ist die Zeugnisvergabe. Dann gehen wir später zum Rathaus. Wie geht's dir denn so? Du kannst hier auch mal reingehen und Nickerchen machen. Dein Stall ist ja gerade leider besetzt, Aragorn. Dann kannst du gerne auch woanders hingehen in den Stall. Ja, und Aurora geht's super. Sie ist ja immer noch schwanger. Da habt ihr schon ein paar Namensvorschläge gebracht. Da gucken wir mal, wie wir dann das Fohlen am Ende nennen. Hier ist das Wasser, genau. Kannst du hier nochmal ein bisschen grasen danach. Und dann sieht das bei euch beiden doch eigentlich auch schon ganz gut aus. Du kannst hier auch nochmal ein bisschen grasen. Hugo hat heute Geburtstag. Cool. Ach ja, genau. Ich habe mir schon gedacht, dass du aufhören wirst, zum Frühstück zu gehen, wenn du Leona siehst. Nicht Leona. Sophia. Aber habe es dann doch wieder vergessen. So, genau. Wie geht's denn der Katze eigentlich so gerade? Ja, ganz gut. Dann, genau. Frühstück du mal. Die anderen lasse ich so langsam aufstehen, weil wenn jetzt sowieso keine Arbeit und keine Schule ist, dann können sie auch ein bisschen ausschlafen heute. Das passt ja. Hi, Toffi. Hörst du jetzt schon wieder auf, kurz zu essen, weil du jetzt Toffi gesehen hast als Geist? Wir sind irgendwie auch nur noch von Geistern umgeben, oder? Das ist schon ein bisschen krass. Naja. Genau, du kannst ja mal schön Waffeln essen. Du bist wach. Oh, wer ist das? Ist das Dingens? Ah ja, genau. Das ist Rashad. Okay. Ich dachte jetzt schon, wer ist da jetzt gerade so sich laut am Beschweren? Aber es war Rashad. Der hat ja auch nochmal hier übernachtet. So, du kannst dann das Bett machen, wenn du wach wirst. Dich anziehen, auf Toilette gehen. Das passt. Da ist nochmal ein Geist. Oh mein Gott. Ich sag ja, an jeder Ecke hier sind Geister. Das ist schon krass. So, du kannst danach auch mal hier drüben in den Stall gehen, weil wir müssen ja hier alle ein bisschen improvisieren mit der Stallplanung und so. Dank der Geister. Wie geht's bei euch beiden so? Du schläfst noch, du auch noch ein bisschen. Okay, ich glaube 10:30 ist das mit der Zeugnisvergabe. Kannst du mal aufhören, vom Boden zu fressen? Können wir dich mal fürs Nicht-Zerstörig-Sein loben und ausschimpfen fürs Ferkel-Sein? Nochmal ein Leckerchen geben. Reden. Streicheln. Und vielleicht nochmal ein bisschen spielen. Genau, dann kannst du das noch ein bisschen machen. Was möchtest du hier? Du möchtest ein bisschen malen. Okay. Ja gut, wenn die Katze gerade nicht will, dann gehen wir nach oben. Kannst du vielleicht noch ein bisschen an deinem Buch weiterschreiben.
Das möchte ich ja auch noch mal irgendwie zu Ende bekommen, damit wir dann gucken können, ob wir wirkliche Kinderbücher schreiben können. Das ist ja eigentlich der Plan. Ein neues Rezept lernen. Okay. Also, ich finde das voll spannend, wie David so voll die Hobbys entwickelt. Gärtnern, möchte unbedingt Kochen verbessern, Kochen lernen. Finde ich richtig cool, dass er da so selbstständig so ein paar Interessen entwickelt, so ein paar Ideen hat, was er so alles machen könnte. Was machst du? Du bist immer noch hier im Schlafen. Warte mal, eigentlich, wenn du jetzt gerade draußen bist, kannst du auch mal da in den Stall gehen. Ich habe das Gefühl, Argo wird den ganzen Tag nur mit Schlafen beschäftigt sein. Einfach auch durch das Gewitter und alles wird das ein bisschen schwierig, dass du überhaupt genug Schlaf bekommst. Du kannst hier mal pieseln. Und dann kannst du vielleicht auch noch mal aus dem Napf fressen. Genau. Und dann kannst du eigentlich mal zu Hugo runtergehen. Das wäre eigentlich ganz gut. Du kannst dann mal duschen gehen. Das finde ich super. Und du solltest dann auf jeden Fall auch noch mal was frühstücken. Vielleicht ein paar leckere Pfannkuchen. Die klingen doch toll. Orangenpfannkuchen stelle ich mir auch einfach sehr interessant vor. Deswegen, ja, können wir die auf jeden Fall mal nehmen. Du kannst dann nach hier vielleicht noch mal ein bisschen grasen. Genau, und du machst da noch ein bisschen dein Nickerchen. In der Hoffnung, dass das irgendwie noch was wird. Genau, und du kommst runter, du bist am Frühstücken. Kannst dann hier auch mal aufräumen. Und dann schauen wir mal, was wir heute sonst noch so machen. Hast du dein Forschungsbuch eigentlich schon gelesen? Ja, hast du. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal mit der Forschung noch besser wird, als einfach nur so ein gelber Smiley. Eigentlich möchte ich das ja schon auch so ein bisschen hinbekommen, aber weiß ich noch nicht genau. So, Kätzchen. Hugo, dann. Genau, wolltest du sie nicht mal beschnüffeln? Das können wir gern machen. Hier einmal markieren und beschnüffeln. Das finde ich ganz süß. Genau, du kannst dann hier auch mal Waffeln essen. Und du brauchst noch ein bisschen Spaß. Bisschen Logik. Ja, dann. Wohl, haben wir noch Wäsche? Ja, du kannst hier mal die Wäsche in den Trockner geben. Du kannst hier mal aufräumen. Das wäre vielleicht auch ganz gut, das alles aufzuräumen. So. Katze ist hoffentlich auch gleich fertig mit Futtern. Du schreibst hier noch ein bisschen an deinem Buch. Gucken wir einfach mal, je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Ich meine, sie möchte ein Feuer miterleben. Okay. Interessante Wünsche. Ich meine, es geht allen eigentlich einigermaßen gut gerade. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Oh, Kätzchen. Na. So. Genau, dann kannst du Hugo auf jeden Fall danach nochmal streicheln. Loben fürs ordentlich sein. Sehr gut. Du kannst dann auch nochmal auf Toilette gehen und duschen. Ich glaube halt gleich startet das Ding sie schon, aber wir können ja erstmal so viel wie möglich machen. Schreiben Level 7. Sehr gut. Ja. Ja, die Zeugnisvergabe startet. Wir legen gleich los. Okay, genau. Wir müssen an der Abschlusszeremonie teilnehmen. Und schauen wir doch mal an. Oh Mann, warum hat er diese Mütze auf bei seinem Outfit? Oh, ja. Der Rest sieht ja ganz nett aus, aber diese Mütze dazu. Warum? Warum? Okay, genau. Jetzt sind wir nämlich alle auf dem Weg. Werden alle loslegen. Hier hat einer noch nicht ganz frühstücken können, aber das ist ja okay. Genau, dann sind alle anderen auf dem Weg. Kätzchen, du kannst mal ein bisschen rausgehen und dich an Beute ranschleichen. Wie geht's euch so? Ja, euch geht's ganz gut. Du schläfst hier nach wie vor noch. Genau. Da muss auf jeden Fall auch jemand hier mal ein bisschen gepflegt werden. Du kannst danach auch mal hier reingehen, pieseln, bisschen grasen und vielleicht können wir uns nachher auch noch ein bisschen um dich kümmern.
Das wäre ja eigentlich ganz gut. Oh, armes Pferdi ist ganz, ganz verstört. Dieses blöde Gewitter, ne? Das ist echt schwierig. Vielleicht kannst du danach, wann auch immer du irgendwie wieder rausrennst, trinken und mit dem Pferdeball spielen. Genau, dich auch mal ein bisschen um die anderen Bedürfnisse kümmern. Und wir sind jetzt hier alle gemeinsam vor dem Rathaus und werden den Schulabschluss von unserem lieben Samuel feiern. Ach, wie schön. Das haben wir mit Mia doch auch gemacht, oder? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Ich erinnere mich nur nicht mehr wirklich daran. Ach, und guckt mal, hier sind auch noch ein paar andere Leute. Amat ist hier, Frauke. Cool, dass wir den gar nicht alleine feiern. Oh, sogar Daedra ist hier. Dass wir hier noch ein paar Mitschüler haben, die mit uns zusammen den Schulabschluss feiern. Das ist doch ganz schön. Sehr gut. Dann rein da. Und dann, ja. Freuen wir uns, dass wir das Kapitel auch abgeschlossen haben, dass Samuel jetzt älter geworden ist. Und bei Elias dauert es jetzt noch 10 Tage, bis auch er erwachsen wird und die Schule abschließt. Und bei Valerie nochmal 19 Tage. Also, ja, doch noch eine ganze Weile Zeit. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal in den Kommentaren beantwortet. Mein Plan war ja, dass ich eigentlich hier weiterhin spielen möchte. Auch in Salmon Woods, in dem Haushalt mit allen Sims gemeinsam, bis Valerie erwachsen geworden ist. Ich weiß noch nicht genau, ob das so klappen wird, weil ich da mit dem Spiel, mit den Problemen, die es aktuell hat, schon ein bisschen das schwierig sehe. Aber wir gucken einfach mal. Gucken einfach mal, wie gut das klappt. Also das ist auf jeden Fall bisher der Plan. Wenn nicht, muss ich halt auch vorher umziehen, aber ja, ich kann es ja jetzt noch nicht sagen. Am liebsten halt, wie gesagt, noch nicht. Am liebsten würde ich damit schon noch ein bisschen warten. Genau, kannst du dann vielleicht danach nochmal zu Aurora gehen? Nochmal ein bisschen anschmiegen, Kontakt knüpfen und dann vielleicht nochmal ein bisschen pflegen. Das wäre sehr gut. Genau, und du kümmerst dich mal hier um deine Bedürfnisse ein bisschen. Ja, und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis unsere Sims hier fertig sind. Interessante Sounds. Okay, das klingt mehr, als würden die da protestieren. Als würde hier einmal eine Zeugnisvergabe stattfinden. Okay. Das irritiert mich so sehr. Was sind das für Geräusche? Aber okay. Oh Mann. Ja, schauen wir einfach mal, was wir danach machen. Denn Amelie hat noch ein bisschen Hunger, den anderen geht es eigentlich ziemlich gut. Und vor allem, ich würde vielleicht gerne mal mit Elias fahren lernen. Das wäre doch ganz gut. Vielleicht können das mal David und Elias zusammen machen. Und dann können die anderen drei vielleicht mal schauen, ob wir irgendwie Verwandte besuchen können. Das fände ich ganz cool. Gucken wir einfach mal. Yay! Warte, wir haben Geld dafür bekommen. Samuel hat die schulische Laufbahn in der Einrichtung Oberschule der Nachbarschaft mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Ich glaube, Summa Cum Laude liegt daran, dass wir eine 1 haben. Außerdem wurde er wegen seiner herausragenden schulischen Leistungen zum Klassenbesten gewählt. Seine Mitschüler haben ihn gewählt, zu prädestiniert, Bestseller-Roman zu schreiben. Oh ja, das passt sehr gut zu Samuel. Diesem jungen Schulabgänger steht eine rosige Zukunft bevor. Sehr schön. Ah, okay, das war so Urlaubsgeld, was wir bekommen haben. Ich dachte jetzt schon so, hä? So, wer hat denn aktuell das Auto dabei? Du hast das Auto dabei, okay. Kannst du vielleicht mal hier Elias das Fahren beibringen? Das fände ich cool. Und die anderen drei, schauen wir mal, wo könnten wir denn hingehen? Ich meine, wir haben ja so ein paar Verwandte, die wir besuchen könnten. Da sind gerade nicht so viele dabei. Francine ist immerhin zu Hause. Wollen wir vielleicht sie besuchen? Wen hätten wir sonst noch zur Wahl? Ich glaube, nicht so viele. Wir könnten auch mal wieder zu Moritz gehen. Wir waren schon super lange nicht mehr bei Moritz. Lass uns vielleicht mal dahin gehen mit Samuel und Valerie. Das wäre doch ganz cool. So, du fängst ein paar Tierchen. Dir geht's ganz gut.
Ihr beide beschäftigt euch. Ich würde dann auch gerne, wenn du damit fertig bist, dich nochmal hier in deinen Stall schicken. Dann kannst du da auch pieseln und nochmal grasen. Du kannst, wenn du damit fertig bist, hier drüben mit dem Pferdeball spielen. Genau. Und du kannst dann auch mal hier in den Stall gehen und pieseln. Und dann nochmal ein bisschen grasen. Und die Katze kann eigentlich noch weiter hier sich an Beute ranschleichen, nochmal ein bisschen kratzen. Und ja, dann sieht das da eigentlich auch ganz gut aus. Und wir sind jetzt bei Moritz zu Besuch. Yay! Ich hoffe, er ist noch da. Ja, er ist noch zu Hause. Okay, sehr schön. Moritz ist auch eher so der Sim, der nicht so viel das Haus verlässt. Den sieht man da sich öfters. Ich finde das auch ganz interessant, weil eigentlich kenne ich das so als so Standardding, dass wenn man irgendwie andere Sims besucht, dass die dann sehr oft das Haus verlassen oder gar nicht erst da sind. Und hier habe ich eher das Gefühl bei Moritz, dass der oft zu Hause ist. Also vielleicht hat es auch wirklich was damit zu tun, wie die Sims so drauf sind. Moritz ist ja wirklich eher ein Einzelgänger, geht nicht so viel unter Leute, ist eher so zu Hause mit seinen Tieren, mit seinen Pflanzen beschäftigt und mit der Arbeit. Und das spiegelt sich ja doch irgendwie darin wider, dass man ihn oft zu Hause antreffen kann. Während jetzt zum Beispiel Julian einfach immer unterwegs ist. Also wirklich immer. Ah, was ist jetzt mit dem Pferd hier schon wieder? Das war so nicht geplant. Du sollst da schon reingehen und pieseln, bitte. Wie viel. Also wirklich sauber ist das Pferd hier auch noch nicht. Vielleicht können wir das nachher mit Aragorn nochmal so ein bisschen machen. Müssen wir mal gucken. Hallo? Aurora, machst du das vielleicht mal? Ich meine, wir können danach auch nochmal hier pflegen. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Genau, du redest hier ein bisschen mit Moritz. Ihr beide könnt auch ein bisschen quatschen. Kannst sie mal nach ihrem Tag fragen. Mal kennenlernen. Kennst du schon all ihre Merkmale? Nee, kennst du noch nicht. Das ist doch gut. Ein bisschen über Bücher reden. Farm Level 2. Hey, sehr schön. Eine Honigtopfameise. Da haben wir ja auch noch nicht gehört. Klingt aber spannend. Oh, wir haben sie noch nicht im Inventar. Oder haben wir die sogar schon mal gefangen und ich habe es noch nicht mitbekommen. Aber Honigtopfameise klingt spannend. Asseln haben wir, Wasserkäfer, klar. Ist sie das? Ja, die sieht aber cool aus. So gelb und alles. Spannend. So, genau, du bist hier reingekommen. Magst du vielleicht, du bist doch hier, Trampeltier, aber lustig, ne? Hast du sowas? Ja. Das heißt, du kannst mal ein bisschen Essen machen hier für alle. Das wäre doch ganz lieb. Mittagessen servieren. Was wäre denn schönes Essen hier? Oh, wenn ich jetzt wüsste, was das Lieblingsessen von unserem lieben Moritz ist. Aber das weiß ich gerade nicht. Das merke ich mir nicht. Einerseits finde ich es schade, dass es das in Sims 4 nicht mehr gibt. Mit Lieblingsessen, Lieblingsfarbe und sowas. Aber andererseits, ganz ehrlich, ich achte da gar nicht so sehr drauf. Also gerade bei Lieblingsessen achte ich irgendwie nicht so wirklich drauf. Ich gebe meinen Sims einfach das Essen, was so irgendwie passt. Und nicht irgendwie nur das, was sie am liebsten haben. Gibt es irgendwie was Gemeinschaftliches, was wir hier machen können? Ich meine, naja, im Prinzip halt nicht. Moritz ist nicht so der Gemeinschaftstyp. Doch, wir könnten hier unten mal so ein bisschen hingehen. Ja, lass uns doch hier mal ein bisschen Billard spielen zusammen. Das sieht doch ganz gut aus. Moritz ist sogar schon dabei. Ja, dann lass uns doch einfach mal beide mitmachen. Können wir denn mitmachen? Nee, ach so, okay. Der macht jetzt einfach seinen Trickshot. Ja, ist natürlich klar, dass Moritz einfach hier alleine seinen Trickshot macht, anstatt irgendwie mit uns mitzumachen oder so oder uns einzuladen oder solche Dinge. Dass wir reden hier von Moritz. Nein, das ist da nicht der Fall. Ja, aber die beiden gehen einfach gleich mal runter und vielleicht können wir danach dann so ein bisschen dran arbeiten. Wie läuft's bei euch beiden hier so? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Vielleicht kriegen wir das sogar heute noch hin, dass Elias mal fahren lernt. Das wäre natürlich schön. So, du kannst dann mal hier noch mal ein bisschen geputzt werden. Du gehst mal in den Stall gleich. Was passiert jetzt?
Okay. Fahren lernen? Gehört Rumrennen dazu zum Fahren lernen, Elias? Oder was? Was ist hier die Sache? Hallo? Okay. Wie ihr meint. So, können wir vielleicht hier ein bisschen Billard spielen? Oh, aber wir können mit Moritz gar nicht wirklich Billard spielen. Was natürlich ungünstig. Ja, aber dann spielen wir einfach ein bisschen Billard mit Valerie. Du bist ja noch am Kochen. Könnten wir ihn einladen, mitzuspielen? Nope. Naja, so ist das jetzt. Ich finde das so krass, wie er einfach mit Laptop in der Hand hochklettert. Naja, okay. Ja, dann spielen wir einfach hier zu zweit unten ein bisschen Billard. Der hat sich bestimmt auch gedacht, so, oh nein, jetzt kommen meine Verwandten hier, jetzt kommen meine Nichte und mein Neffe hierher, da gehe ich wieder weg. Mit denen möchte ich aber nichts zu tun haben. Genau. Vielleicht kannst du ja mal hier irgendwie Essen für dich und Moritz servieren. Wobei er jetzt gerade das dahingestellt hat. Na, sehr gut. Kannst du hier mal. Oh, nein, nicht die Gruppe zum Essen rufen, sondern eigentlich nur für euch beide servieren. Aber wie gesagt, Moritz hat da jetzt total den. Sonst hätten wir da super zusammen essen können. Aber nein, Moritz muss das ja hier komplett blockieren. Ah, okay. Sie hat einfach einen Teller darunter gestellt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Genau, ihr beide spielt hier noch ein bisschen. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen Musik anmachen dazu. Okay, ihr beide seid hier jetzt fertig. Vielleicht können wir im Moment, es ist ja 18 Uhr, vielleicht können wir mal zusammen in den Kinofilm gehen oder sowas. Film ansehen. Haie an Land oder Cyborg Ziegenhirten klingt gut. Zusammen mit David. Oh, Corina ist auch in der Nähe. Oh, und Mia und Justina und. Schauen wir den vielleicht nochmal mit Corina dazu. Das wäre irgendwie ganz süß, wenn sie eh hier in der Nähe ist. Ja, wir haben schon eine Gruppe zusammengetrommelt. Das ist kein Problem. Wir müssen keine Truppe sein. Ja, wir sind ja hier beschäftigt. Das passt. Und genau, du pflegst hier nochmal das Pferdi. Genau, danach kannst du vielleicht auch mal. Also, du kannst mal noch ein bisschen mehr grasen hier. Und wenn du fertig bist, kannst du auch mal zu Aragorn gehen. Und da mal ein bisschen Kontakt knüpfen. Weil der braucht auch noch ein bisschen Beschäftigung. Du kannst dann hier noch mal ein bisschen grasen. Ich bezweifle ja, dass das Fohlen heute schon kommt. Ich denke mal, das kommt vielleicht nächste Folge oder vielleicht sogar übernächste Folge. Aber ich denke mal, heute nicht erst. Oder nicht schon. So, ihr beiden seid hier schön am Essen. Das ist doch auch toll, dass wir mal irgendwie Moritz besuchen. Wenn auch ein Besuch bei Moritz immer so ein bisschen eine eigenartige Sache ist. Weil er offensichtlich nicht wirklich was mit uns zu tun haben will. Aber hey. Ja, dann kannst du eigentlich auch hier nochmal einen Teller nehmen. Und ja, du kannst zu Hause eigentlich auch erst was essen. Oh, und der will die ganze Zeit irgendwie am Laptop arbeiten. Das tut uns leid, Moritz, aber wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt da. Wir machen ihm mal Kompliment über sein Haus. Also wie schön das hier bei ihm aussieht. Wo will er eigentlich die ganze Zeit hingehen? Wo geht er denn jetzt hin? Ah, er will wahrscheinlich da an den Tisch. Ja, tut mir leid, Moritz, aber wir sind jetzt da. Wir fragen mal nach seinem Tag, wie es bei ihm so läuft. Können wir über Tiere reden? Ja, von Tieren schwärmen. Macht euch das eigentlich Spaß, euch beiden ins Kino zu gehen? Oh. Ich wünschte, ins Kino zu gehen würde Spaß machen. Warum bist du eigentlich nicht im Kino? Film ansehen. Cyborg-Ziegenhirten mit Corinna. Ich meine, vielleicht ist Corinna auch einfach nicht da und deswegen gehen wir nicht. Oh, ich mag die Geräusche, die Sims 3 immer mal wieder hat. So richtig eigenartig. Aber auch gut. Schon auch irgendwie gut.
So, was kannst du denn eigentlich noch so ein bisschen machen? Ui, du kannst hier mal einen schnellen Drink trinken. Oh, Bowie Cover. Du redest ein bisschen mit Wunderbar. Moritz, das ist doch toll. Sophie Queen aus Signal. Wir können ihm ein Geschenk geben. Was könnten wir ihm denn schenken? Oh, die Bananenlampe. Ja, das wäre doch was, was Moritz auf jeden Fall gefällt. Können ein bisschen über die Familie reden. Oh, wir sollten ihn auf jeden Fall auch nochmal umarmen. Und dann können wir vielleicht auch nochmal zusammen ein Foto machen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon ein Foto mit ihm haben. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Ich weiß, die Kinder haben nicht wirklich viel mit ihm geredet, aber können sie auch gar nicht so wirklich. Deswegen ist das jetzt nicht so das Problem. Kannst du mal hier hochkommen? Wie geht's eigentlich den Tierchen hier so? Oh, Ellie lebt noch. Ellie geht's noch gut. Shari und Keiko auch. No, das bedeutet mir wirklich viel. Oh. Ah, okay, sie kann wahrscheinlich. Kann sie mit dem Getränk nicht hochgehen? Oder warum gehst du nicht hoch, meine Liebe? Doch, sie kann hochgehen. So. Und dann würde ich euch drei eigentlich auch wieder nach Hause schicken. Ich weiß, wir haben jetzt nicht so die krassen Dinge gemacht hier. Aber war jetzt auch nicht unbedingt der Plan, dass wir krasse Dinge hier erledigen. Gehen wir mit der Gruppe mal hier hin. Okay, du gehst. Geh doch einfach mal so nochmal den Film anschauen. Film ansehen. Hier. Vielleicht schaffen wir es dann. Wenn Corinna nicht will, dann will sie halt nicht. Ist auch okay. Aber wenigstens so ein bisschen den Film anschauen, hatte ich mir eigentlich schon vorgestellt. So. Das, ja, das so richtige, Fahren lernen haben wir jetzt nicht geschafft. Aber das ist okay. Das ist schon in Ordnung so. Kannst ja noch mal so ein bisschen Nickerchen machen, bis die beiden hier fertig sind. Hugo hat Geburtstag! Yay! Na, kleine Katze hier. Okay. Dann würde ich dich danach auch mal nach Hause schicken. Beziehungsweise wir warten vielleicht, bis er hier auch fertig ist. Mit dem Film. Er bekommt sogar Spaß davon, den Film zu schauen. Na, das ist doch toll. Yay, Hugo ist jetzt auch eine Seniorkatze. Oh. Ja, unsere Tiere werden ein bisschen alt, ne? So ist das. Dann kannst du vielleicht noch mal ein bisschen nicht an Beute ranschleichen. Genau, ihr kommt langsam alle nach Hause. Du kannst dann eigentlich auch mal aufhören, den Film zu schauen. Und dann können wir nämlich auch noch mal hier hingehen zusammen. Warten wir mal, bis er rauskommt. Genau, hier hingehen mit David. Wobei, David kann ja eigentlich auch fahren gleich. Genau. Das fände ich gut. Dann kommen sie langsam nach Hause. So, schauen wir doch mal, was die Pferdis bisher so machen. Okay, du bist noch am Futtern. Romina auch. Und Aragorn lasse ich dann nachher noch mal ein bisschen mit Romina sich beschäftigen. Hugo ist da beschäftigt. Okay, und unsere Sims sollten jetzt auch gleich nach Hause kommen. Gehe ich mal von aus. Ja, da sind sie doch schon. Ja, ihr beiden habt eigentlich noch Hunger. Valerie, bei Valerie sieht es auch noch ein bisschen so aus, als ob sie noch was essen könnte heute Abend. Dann lass uns das doch mal machen. Dann kannst du vielleicht mal ein bisschen von der Lasagne noch essen. Du kannst auch schon mal hier hochkommen. Dann kannst du auch gleich noch mal was essen. Ja, gute Idee, mein Lieber. Hier steht nämlich noch ein bisschen Geschirr rum. Dann kannst du das vielleicht aufräumen. Das wäre ganz gut. Ihr kommt gerade nach Hause. Du kannst vielleicht hier oben noch mal duschen gehen. Aber wir haben leider nur eine Staffelei, ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Haben wir in Valeries Zimmer noch Platz für eine zweite? Nee, nicht wirklich. Weil irgendwie hätte ich gern Platz dafür, dass sowohl Valerie als auch Amelie was malen können. Ich weiß ja nicht. Geh du mal hier hin gleich. Und du kannst schon mal nach oben gehen. Hier duschen. Das passt. Dann kannst du eigentlich
gern weiter an deinem Buch weiterschreiben, weil ich würde das gerne mal beenden, damit wir dann auch Kinderbücher schreiben können. Wir sind aber schon bei 78%. Das sieht doch ganz gut aus. Dann sollte das ja eigentlich gehen. So, genau, du gehst los. Ich würde vielleicht auch mal die Gruppe auflösen, weil wir haben jetzt genug Zeit. Oh. Eigentlich wollte ich die Gruppe auflösen, nicht verlassen. Wo bist du gerade? Ah, du bist hier. Gruppe auflösen, genau. Okay, sie hatten eine schöne Zeit. Das ist doch toll. Genau, du räumst auf. Valerie holt sich auch gleich was zu essen. Kannst auch noch ein bisschen von der Lasagne haben. Dann können wir das hier vielleicht noch wegräumen. So, okay. Ich würde sie irgendwie gern malen lassen, aber wie gesagt, wir haben nur die eine Staffelei. Moment, kann man nicht die Bilder auch nehmen und woanders hinpacken? Ich muss einmal kurz gucken, geht das? Nee, okay. Das geht in Sims 4 wahrscheinlich. Aber in Sims 3 nicht so wirklich. Schade. Du hast aufgeräumt? Ja. Dann kannst du gerne auch noch mal ein bisschen was essen. Auch noch ein bisschen von der Lasagne. Warum sitzt du denn nicht dafür? Warum steht sie denn lieber zum Essen? Naja, okay. Das ist ja deine Entscheidung. Du kannst danach auch mal hierher kommen. Auf Toilette gehen und duschen. Und ich weiß nicht, ob sie nicht doch, also ob sie nicht irgendwie die Hausaufgaben machen will, aber eigentlich muss das nicht unbedingt sein. So, vielleicht kannst du mal hier aufräumen oder das mal recyceln. Das wäre mal nett. Du brauchst noch Spaß. Ja, vielleicht könnt ihr beiden zusammen ein bisschen Logik lernen, oder? Weil du hast ja Logik auch noch nicht perfektioniert, oder? Ja. Dann kannst du hier schon mal ein bisschen Schach üben. Du kannst dann dazukommen danach. Ja, da können wir noch so ein bisschen an den Fähigkeiten arbeiten. 50 Blockanhänger haben. Ja, wir sollten vielleicht mal wieder unsere Block-App nutzen. Wo haben wir die nochmal? Hier. Soziale Netzwerke, Block-App. Dann gucken wir mal, was wir da heute schreiben können. Was wäre denn noch etwas, worüber wir schreiben könnten? Mal schauen. Okay. Ja, ihm geht's super. Er wird morgen tatsächlich dann mal das erste Mal arbeiten. Oh, wir haben einen Geist im Föhn. Oh. 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 Du solltest mal hier rauskommen. Du musst mal hier hingehen. Und du solltest mal in deinen Stall gehen. Okay. Ja. Ich meine, eigentlich haben wir bisher nur durch das mit den Tausendfüßlern irgendwas geschafft. Deswegen probieren wir es jetzt mal neu. Warum? Warum Honigbienen? Nicht die Rettung der Menschheit sind. Wildbienen und mehr. Ja, weil es wird ja immer gesagt, dass die Bienen aussterben und damit sind halt nicht die Honigbienen gemeint, also die, die gezüchtet und gehalten werden, damit wir Honig bekommen, sondern es sind halt die Wildbienen gemeint. Und wenn es um das Sterben von Bienen geht, um die Rettung der Bienen, dann geht es ja halt nicht darum, hey, kauft Honig, damit die Honigbienen irgendwie, damit es von denen mehr gibt, weil von denen gibt es genug. Im Gegensatz, die Wildbienen sind die, die eigentlich gerettet werden müssten und um die sich gekümmert werden muss. Also halt, ja, in der Natur dafür sorgen, dass es Wildbienen besser geht. Ich habe nur das Gefühl, niemand interessiert sich für unsere Insekten. Finde ich sehr, sehr schade. Niemanden interessiert das. Wobei, wir haben jetzt 15. Ja, wir machen das mit Aragorn jetzt. Alles gut. Wir machen das jetzt. Du hörst mal auf zu schlafen und dann gehen wir mal zu Romina und beschäftigen uns mit ihr. Weil
Ja, das sieht halt auch echt nicht gut aus. Aber das Ding ist halt, auch Aragorn geht es die ganze Zeit nicht wirklich gut. Dem ging es die ganze Zeit schlecht heute. Ah, okay, ihr beide spielt zusammen ein bisschen Schach. Du hast hier alles aufgeräumt? Ja, sieht ganz so aus. Ich denke mal, es gibt aktuell auch nicht mehr wirklich was zu tun, was du noch machen kannst. Kannst du hier mal die Pfütze aufwischen. Das können wir mal hier bei ihr reinpacken. Ja, das tut mir sehr leid, meine Liebe, dass sich irgendwie niemand wirklich für deine Blog-Einträge interessiert. Ich finde das auch sehr schade. Aber ja, können wir eigentlich die Ameisen ein bisschen beobachten? Du kannst danach hier mal das Futter von Gabi nachfüllen. Und dann kannst du ja vielleicht auch noch mal ein bisschen hier in die Sterne schauen. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Danny und Valerie sind nicht mehr befreundet. Vielleicht könnten wir da dran noch mal was machen. So, genau. Kümmert ihr beide euch noch ein bisschen? Das passt. Du schläfst. Okay. Und ja, wie weit sind wir jetzt mit dem Buch? Wahrscheinlich noch nicht viel weiter. Ah, obwohl, 89%. Komm, lass uns das noch zu Ende schreiben. Obwohl, nee, lass uns das vielleicht nicht zu Ende schreiben. Lass uns vielleicht lieber erstmal schlafen gehen. Ich glaube, das ist besser, wenn wir das jetzt machen. Oh, sie kann tatsächlich da die Ameisen beobachten. Ach, cool. Obwohl das so versteckt ist und alles. Okay. Vielleicht können wir ja nochmal einen Blogbeitrag schreiben. Der geheime Staat unter der Erdoberfläche. Oder unter der Erdoberfläche klingt so eigenartig, oder? Weil das klingt so tief. Unter der Erde. Wie sich Ameisen organisieren. 16 Anhänger gewonnen. Yes! Ich habe mal was Gutes geschrieben. Sehr, sehr gut. Aber ich würde mal sagen, wir bleiben jetzt dabei. Nicht, dass ich die wieder alle verliere mit dem nächsten Blogbeitrag. Du kannst ja mal schlafen gehen. ich wollte auch immer noch mal gucken, was es da für Tipps gibt, damit man das irgendwie besser hinbekommt. Weil es gibt bestimmt irgendwelche Tricks dabei, wie man Blogbeiträge schreibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett zufällig ist. Und ich glaube eher, dass das irgendwelchen Regeln folgt, wie man bestimmte Blogbeiträge schreibt und so weiter. Und ich glaube auch, dass das damit zu tun hat, weil das ist ja ein persönlicher Blog, also eigentlich einer, wo wir irgendwelche Sachen erleben und dann davon berichten. Aber wir schreiben halt einfach nur irgendwann Blogbeiträge. Und ich glaube, wenn wir vorher etwas erleben würden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, auf ein Konzert gehen oder sowas und dann einen Beitrag schreiben, theoretisch über das Konzert, aber praktisch über Insekten. Dann würde das wahrscheinlich auch noch mal helfen. Keine Ahnung, kann sein. Aber ich meine, im Prinzip, wir haben jetzt gerade Ameisen beobachtet und dann einen Blogbeitrag dazu geschrieben und der lief gut. Also, ich meine, ne? Kann man jetzt auch nicht verachten. Okay, dann kannst du jetzt auch mal schlafen gehen. Du gehst schlafen, du bist am Schlafen. Du kannst ja gerne noch ein bisschen in die Sterne schauen, aber danach auch schlafen. Sie ist am Schlafen. Und die Pferdis beschäftigen sich hier noch so ein bisschen miteinander. Logik Level 5. Sehr gut. Kannst du eigentlich auch schlafen gehen? Okay, genau. Knüpf dir nochmal so ein bisschen Kontakt wenigstens. Damit es dir nicht ganz so schlecht geht. Halt vor allem Aragorn. Den mache ich mir ein bisschen Sorgen. Dann kannst du danach noch mal ein Nickerchen machen. Und du hier auch noch mal die ganzen Sachen machen. Oh, jetzt geht's Romina irgendwie am schlechtesten. Ah, Pferde. Nee, ich find's überhaupt nicht falsch zu sagen, okay, wir lassen das mit den Pferden vielleicht mal für eine Weile. Zumindest für die Generation, für die kommende. Weil, es wird immer anstrengend, dass die irgendwie, dass denen irgendwie gut geht. Und fast alle Wäschekörbe sind voll. Okay, dann können wir uns aber nächste Folge auf jeden Fall mal auf den Start der Tagespflegekarriere freuen. Es ist auch nicht morgen Schneeflockentag, keine Sorge, das ist erst in einer Woche, es wird nur falsch angezeigt. Aber
Ja, cool. Morgen kommen die ersten Kinder um 9 Uhr. Und bis dahin sollt ihr hoffentlich ausgeschlafen sein eigentlich. Ja, das sollte eigentlich passen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.